Vielleicht zuerst den Glockengargoyle und dann den Typ oder sowas. Weil so wird es nichts. Ich habe ihn mir leichter vorgestellt mit dem Dings, mit dem Runterfallen. Aber er hält halt wirklich extrem viel aus. Somit, ja, wird es nicht so ganz. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir zuerst den Glockengargoyle nochmal herausfordern oder ob wir zuerst den... Ja, diesen Weg da gehen, diesen Tempelweg, habe ich ihn ja, glaube ich, genannt. Oder sah er zumindest für mich so danach aus, so ein Tempelweg. Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass wir wieder extrem viel Zeit dafür verschwendet haben, um gegen den Typ zu kämpfen. Ach, die wollte ich ja gar nicht. Egal. So, jetzt. Besser. Ne, das Schild kann ich an sich auch schon wieder um... Ja, jetzt sterbe ich bei dem Typ, oder was? Nein, 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 nein! Ich hätte mir auch die Seelen... Wo waren die Seelen überhaupt? Die habe ich doch da... Ach, sowas regt dann halt auf, wenn ich... unkonzentriert bin einfach, ja. Beziehungsweise, wenn ich mir nicht sofort die Seelen holen, sondern was riskiere. Oh. Scheiße, naja. Ja, 3000 Seelen wieder. Waren die eh bloß ein bisschen so ercheatet, sage ich mal, von dem her. Obwohl mir zwei Level-Ups auch schon gut getan hätten. Obwohl ich nie weiß, worin ich die investieren soll. Ob ich jetzt wirklich komplett auf Vitalität gehen soll, weil ich meine, wenn man sich mal so anguckt, wie viel Schaden der Typ macht, dann ist wirklich die Frage, ja, aber... Ein so ein Vitalitätsding kann es halt vielleicht entscheiden. Weiß ich nicht. Müssen wir schauen. Ich schaue nicht das letzte Level ab, das wir dann machen. Das war zwar gefährlich, aber es ging auch gut. Weil diese Ratten sollte man nicht mit zwei Schlägen töten, sondern tatsächlich bloß mit einem. Okay, diesmal weiß ich ja, wo meine Seelen liegen. Dass ich da manchmal auch immer so ungeduldig reinrenne, aber... Ah, es ist halt immer ein bisschen schwierig. Ja, die Seelen lagen da hinten. Hier, ich darf mich nicht auf den Typ konzentrieren, weil der kommt eh nicht, sondern auf den da. Würde ich jetzt sagen. Ja, sieht gut aus. Ja, dann lauf halt weg. Ach, dann bin ich im Kreuzfeuer von den Typen. Ja, okay. Okay, das ist doof, aber es geht. Ja, es geht. Oh, diesmal haben wir im Kopf stecken. Naja, von mir aus. So, 1930 von mir aus. Und hier dann nochmal. Oh, es ist halt so ein ewiges Gewarte immer mit diesen Schildtypen. Das regt einen halt auf. Ich glaube, hier habe ich auch bisher die meisten Seelen gelassen. Das ist so dieser... dieser Raum. Und hier werde ich wahrscheinlich auch noch einige Seelen lassen, wenn ich nochmal ein paar Mal hinkomme. Also definitiv ja, um diesen Typen nochmal zu töten. Weil ich kann ja schon riechen, dass der Typ was richtig Gutes bei sich hat. So ein absoluter Riesen-Typ. Wir gehen zuerst den Tempelweg, ja. Tempelweg hört sich gut an. Nee, den Schlag kann man, glaube ich, gar nicht parieren. Wow. Ja gut, okay. Fläschchen, dann trinke ich auch eins. Finde ich fair. Nee, den kann man gar nicht parieren. Also zumindest würde ich jetzt sagen, dass mein Timing gerade eben sehr, sehr gut war. Aber gebracht hat es gar nichts. So, du da mal wieder. Kommst du oder backst du oder kommst du oder backst du oder kommst du? Okay. Weil die machen ja jetzt... Ja, ich wollte gerade sagen, die machen ja an sich überhaupt keinen Schaden. Blind- und Faustschild. Na, das kann ja nicht besser sein. Wir gucken trotzdem. Faustschild X. Es ist ein Magieschild. Okay. Magie, Feuer, Blitz. Aber physisch halt schlechter. Jetzt war ja dann nochmal die Frage, was... Beziehungsweise... Physisch und Magie war es gleich. Ach, aber das ist in Feuer und Blitz besser, aber in Haltung schlechter. Okay, so.
Und weiter geht's. Oh, wir haben jetzt sogar die Menschlichkeit wieder verloren. Gibt's doch nicht. Ganz ehrlich, ich will nicht, dass irgendjemand mal meine ganze Menschlichkeit zusammenzählt, die ich schon mit dem Dings jetzt auch verballert habe. Furchtbar. Es werden vielleicht schon knapp 20 sein. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Zum Schmied und das Dings reaktivieren. Ja. Das ist schon mal eine sehr doofe Stelle. Mit dem, den kurz ausschalten und auf die warten. Wie gesagt, wenn die halt nicht immer so ewig brauchen würden. Oh, furchtbar, die Typen. Wenn sie einfach rankämen, wie der da, ja? Wär's gar nicht so schlimm. Aber nee, sie schleichen da mit ihrem Schild umher. Und ich würde sagen, davon kommt auch dann auch meine Ungeduld. Okay, zum Schmied. Und dann da den Weg. Sieht halt so ein bisschen tempelwegmäßig aus, von dem her. Vielleicht kommen wir da ja dann auch in die Schandstadt. Ich weiß es ja nicht. Zumindest an sich haben wir jetzt, ja, so ein bisschen über 40 Minuten verballert, um mit 3000 Seelen hier wieder hinzukommen. Ach, geil. Ich finde ich großartig. Ich bin wirklich stolz auf mich. Oh. Hallo, Leuchtfeuer. Aufsteigen. Vitalität, Konstitution, Stärke, Beweglichkeit, Beweglichkeit. Wow, was für eine Erhöhung dann der Seelen. Resistenz nicht an sich, Beweglichkeit, Stärke, Vitalität und Konstitution will ich so ein bisschen. Ausdauer da nochmal ein bisschen hoch. Vitalität vielleicht hoch. Auf 719 dann, das wäre schon cool. Beweglichkeit macht den Schaden nochmal höher. Stärke jetzt nicht von meiner aktuellen Waffe. Und da ich an sich gerne auf der Katana bleiben würde, würde ich, glaube ich, die Beweglichkeit ein bisschen hochhauen. Beziehungsweise auf Katana-mäßigen Waffen. Also auf Waffen, die schneller sind oder schneller ausgelegt. Aber ich glaube, ich habe zuerst mal nochmal die Vitalität ein bisschen nach oben. Ja, von mir aus. Yep. Ja, ist jetzt nicht so eine unglaubliche Steigerung, aber Steigerung ist Steigerung. Bei dir könnten wir jetzt an sich nochmal eine Scherbe kaufen. Dann hätten wir, glaube ich, zwei für den Dings. Well, hallo. Natürlich möchte ich was geschmiedet haben. Waffe verstärken. Mein... Genau, braucht zwei Scherben. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe. Ja, genau. Ach so, jetzt kann ich ja nicht... Kann ich ja, glaube ich, nicht, gell? Oder? Das kostet ja auch Seelen. Aber 100 plus. Zwei... Na, reicht gerade noch. macht dann plus 23, also... Der Grundschaden plus dann nochmal unsere... Das gibt, glaube ich zumindest, einen Beweglichkeitsbonus. Je höher meine Beweglichkeit ist, desto mehr machen meine aktiven Waffen auch Schaden. Jetzt gerade plus 23. Und von dem her, ja, mache ich das einfach nochmal. Genau. Braucht nochmal zwei Scherben. Okay. Don't get yourself killed. Weil wir haben ja auch noch diesen grauen Brocken. Und ich frage mich, wann der ja kommt. Aber der wird ja dann wahrscheinlich noch bei Zeiten, würde ich sagen, bei Zeiten. So, jetzt gehen wir den Tempelweg. Wir haben nicht... Nee, das war nicht der Tempelweg. Das war der Weg mit diesem Ritter, der vor dem geschlossenen Tor steht. Frage ich ja, wann wir da noch reinkommen. Und an sich ist ja immer noch die Stadt der Untoten, oder nicht? Nee, da geht's da raus und da geht's da raus. Okay. Da, jetzt bin ich gerade verwirrt, aber es ist, glaube ich, die andere Richtung. Das heißt, dann dahinter müsste es sein. Wie viele Schlösser es hier gibt und da oben ist der Glockenturm-Gargoyle, sowas. Den wir natürlich auch noch herausfordern werden. Ich versuche dann vielleicht da nochmal auf ein Schadensupgrade aufzubauen. Beziehungsweise an sich ja jetzt auf ein Beweglichkeitsupgrade. Ja, es war natürlich doof, aber egal. So... Ja, habe ich gerade gesehen, im Schildmodus baut die Dings schneller, langsamer auf. Die Ausdauer wieder, aber man kann ja, wenn er gerade keinen Schlag macht, das kurz dann... Ach, sind wir... Hä? Da ging's doch aber nicht weiter, oder? Oder doch? Hier bei dem Typ. Das gibt's doch nicht, dass wir da den Weg dann übersehen haben. Das kann nicht sein. Also ich traue mir ja viel zu, aber nicht, dass ich so einen Weg dann übersehen habe. Weil da kommen wir dann rein. Ja, dann sind wir ja hier.
Genau, da unten. Oder? Ja, sind wir. Genau, da oben dann. Ja. Okay, dass man dann da reinkommt und da dann, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Man könnte ihn... Nee, die Brücke war da nicht. Oder? Scheiße, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal nicht. Aber so käme man natürlich auch leichter wieder da nach hinten, okay. Weiß ich das auch. Könnten wir also den Typ nochmal machen, ohne dass wir da den ganzen Weg nochmal hinlaufen müssen. Gut zu wissen. Wir probieren den Glockenturm-Gargoyle nochmal. Wir sind jetzt zwar nicht so gut gerüstet, aber es muss reichen. Lass mich dich angreifen. Ja, ich hasse dich. Ich hasse die Typen. So furchtbar. Natürlich hast du auch gemeint, dass du die ganze Gemeinde wartet, bevor wir zuerst zum Glockenturm-Gargoyle kommen. So, sehr schön. Danke. 200 Seelen. Dann nehmen wir jetzt die hier plus 200 Modus. Dann wird man da ein bisschen draufhauen können. Genau hier. Oder sind die gar nicht mal da? Doch, die sind da, ja. Wie hätte ich mit was anderem rechnen können? Okay, Gott sei Dank reicht ein Schlag. Das ist sehr gut. Okay, das läuft gut, Ja, es läuft gar nicht gut. Die Viecher machen ja schon gut Schaden, auch wenn sie bloß solche lächerlichen Untoten sind. Und bis 24 Seelen... Oh, das war doof. Machen sie schon gut Schaden. Definitiv. So, dankeschön. Noch mehr? Ja. Wie gesagt, dass man da auch 20 Untote in diesen verdammten Raum packen muss. So, umschalten, genau. Einhandmodus. Und das war's, oder? Ja, gut. 7 Estus Flakors leider nur noch, aber... Ja. Das wird anstrengend. Aber wie gesagt, er ist nicht wirklich schwer. Man kann ihn besiegen. Ach ja, bloß Glockengargoyle, aber das tut ja nichts zur Sache. Ja, also wie gesagt, das ist nicht wirklich... Oh. Sowas ist halt gemein. Und da sollte ich auch nicht direkt drinstehen. Zumindest dann mit so wenig Ausdauer. Verdammt! Er haut halt schnell zu. Da darf ich nicht lange rumrennen, sondern muss ich wirklich um ihn rumbleiben, denke ich. Ja, aber an sich, so viele Wege haben wir dann nicht. Ich dachte, da unten in der Stadt der Untoten hätten wir jetzt noch einen Weg. Aber an sich können wir uns jetzt entscheiden zwischen dem großen Typ mit dem großen Schwert, dem Runendämon, also dem Ding da unten, das Blitze schießt. Habe ich jetzt einfach mal Runendämon genannt, weil er Runen statt Kopf hatte, statt dem Kopf. Oder dem Glockengargoyle. Und da der Glockengargoyle unsere Hauptquest ist, sozusagen, würde ich sagen, machen wir den, weil der dann noch am ehesten in unserem Levelbereich sein könnte. Und dann müssen wir mal schauen. Wie gesagt, wäre so ein Level-Up an sich vielleicht auch noch gar nicht schlecht gewesen. In Stärke dann, beziehungsweise ja in Beweglichkeit. Aber ja, das lassen wir jetzt, glaube ich. Ja, das... Aber sie haben einen ziemlich starken Block, das muss man zugeben. Ne, ich gehe. Ich gehe und trinke ein Tränkchen. So, gleich umdrehen, damit er mir nicht in den Rücken hauen kann. Das war sehr schön. Das war wirklich sehr, sehr schön. Aber jetzt brauchen wir ja 2000 Seelen für ein nächstes Level ab. Boah. Ist natürlich auch heftig. Okay, wieder die. Kann ich die eigentlich umgehen? Ich glaube nicht. Ja, wie gesagt, es sind halt auch so unglaublich viele Typen.
Okay, da kommt ja schon mal keine mehr. Da kommt noch einer. Die vier Stück am. Die vier Stück gerade waren super. Das war wirklich gut. Na, riskieren oder nicht? Ich riskier's mal. Sehr schön. Weil, wenn ich es nicht riskiert hätte, dann könnten sie mich da vielleicht holen. Okay, 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 okay. So, einmal quer drüber. Sehr gut. Vielleicht nehme ich auch die Hellebarde. Weil bei der Hellebarde muss man halt wegen diesem Angriff hier nicht direkt ranstehen. Also nicht perfekt ranstehen. Aber sie ist definitiv langsamer. Ich probiere es definitiv nochmal mit der Katana. Aber bloß, weil es meine Hauptwaffe ja auch werden soll. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay, jetzt erstmal Seelen aufsammeln. Oh, die Seelen liegen da ganz hinten. Scheiße. Wieso da ganz hinten? Ich war da ganz hinten nicht. Manchmal sind die Seelen wirklich komisch. Ja, da einfach ausweichen. Und wie gesagt, der kriegt gut aufs Maul. Der kriegt wirklich gut aufs Maul. Also wenn ich... Oh, das war ein gemeiner Schlag. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Oh. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Nicht noch. Ja. Trink, 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 trink. Ja, sehr schön. Oh. Das finde ich auch schön, dass die Gegner manchmal zurückgehen auf. Ah. Den dritten Schlag hätte ich definitiv auch nochmal abweichen können. Ja, super. Ich mag ja immer noch, wie er aussieht. Der ist immer noch sehr, sehr cool, definitiv. Oh, und die Musik macht es, macht den ganzen Kampf nicht besser. Ah, okay, er dreht sich dabei, aber einmal zu viel gedreht. Ha! Ich hatte irgendwie kurzzeitig das, das Verlangen... Ach, wie geil! Ich wollte gerade sagen, ich hatte kurzzeitig das Verlangen, ihm den Schwanz abzuhacken. Einfach bloß aus alter Manier, aber... es ging ja. Ach, wie geil. Oh, Feuer. Geil. Geil, 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 geil. Trink, 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 trink. Ach, tot. Wieso sind das zwei? Wieso? Es hat doch schon angefangen. Scheiße.